Hey Leute, willkommen zurück. Level 3 hier. Ich habe keinen Plan, was mich erwartet. Und gleich mal Scheiße gebaut. Aber so muss es sein hier. Oh, oh, oh. Geht schon mehr ab hier. Ich gebe zu, ich habe die ersten beiden Level schon mal gespielt gehabt. Nachdem ich hier ein bisschen Einstellungen und so weiter getestet habe für YouTube. Aber dieses Level hier... komplett fremd und das macht mir auch schon ein bisschen Angst, muss ich sagen. Aber wir werden sehen, wo uns Raumschiff Viagra hinführen wird. Hier wird ein schönes Waffen-Upgrade und natürlich nicht so praktisch, wenn die Gegner von hinten kommen. Ein bisschen viel Action hier gerade für meinen Geschmack. Nehmen wir noch mit. Oh nein, das hätten wir nicht mitnehmen sollen. Durch oder was? Mit Mühe und Not. Aber wir umgehen schön die Gegner da oben. Das gefällt mir. Ja, erstmal speichern und da kommen sie schon wieder von hinten. Roffel, er hat von hinten gesagt. Und das nehmen wir mit nach. Yes! Oh ja, das gefällt mir. Was kommt denn da? Nicht genug, dass wir Raumschiff Viagra haben. Jetzt kommt ja auch noch Sperma aus dem Boden. Irgendwie hat dieses Spiel... oh. Einen ganz besonderen Touch, wollte ich sagen. Das wird wieder ziemlich eng hier. Geht ein bisschen viel ab gerade, für meinen Geschmack. Oh. Okay, es geht los, wie versprochen, Level 3. Speichern. Holy shit. Das Raumschiff hat viel zu viele Upgrades. Es ist total sensibel gerade. Ich weiß gar nicht genau, wie ich hier noch... oh, habt ihr das gesehen? Spitz... oh, und Fail. Das war ja klar. Man darf sich nie freuen. Schon ist vorbei. Ist das sensibel? Ich weiß gar nicht, wie ich das noch steuern soll hier. Und speichern. Zum Glück gespeichert. Ich weiß auch gar nicht die ganzen Upgrades. Ah doch, wir haben hier solche Raketen, die jetzt zielsuchend rumfliegen. Das ist natürlich auch von Vorteil. Was ist denn das da oben? Eine riesen Vagina und eine Spinne. Will ich das? Ah, das war jetzt eigentlich schlecht. Das andere gefällt mir besser. Was macht die Spinne? Ist überhaupt eine Spinne? Eine riesen Weltraumspinne. Und da geht sie down. Und wir speichern. Und wir chargen. Charge, charge, charge. Bam. Oh, da unten ist ein Loch im Boden. Das ist verdächtig. Es passiert nichts. Und speichern. Irgendwie gerade wieder. Also wenn man das mal vergleicht so, der eine Teil vom Level geht übelst ab, der andere ist wieder total langweilig. Aber hier kommt der Boss. Ein riesen Fledermaus-Pilzgewächs. Oh ja. Ich weiß nicht, muss ich hier die Position wechseln? Was machen diese Viecher? Ich guck mal hier nach drüben. Hier kriege ich natürlich den Boss nicht rein. Aber durch das, dass das Ganze hier irgendwie laggt, ist es schön, schön entspannt. Wo ist denn hier die verwundbare Zone? Bei mir war so das. Ich nehme mal an, das sind diese grünen Dinger, wo hier rauskommen. Deshalb platziere ich mich mal ganz weit hier. Oh, das war zu nah. Was mache ich hier? Was mache ich? Was mache ich? Wenn wir mal richtig chargen könnte hier, aber... ja! Nein! Jetzt kommt er hier schon wieder. Fuck doch echt. Ah, das habe ich nicht gesagt.
glaube, ich soll echt mal Position wechseln. Aber wohin? Komm ich hier durch? Ja, nice. Und da habe ich ihn ausgetrickst, den Schlawiner. Jetzt komm raus. Komm, komm, zeig dich. Komm schon. Oh, da kommt was Falsches. Oh, da kommt noch mehr Falsches. Okay, schon anspruchsvoller als Boss 1 und 2, gebe ich zu. Dieses Ding kommt ja gar nicht raus. Ist das schon kaputt oder was? Kommt es auf beiden Seiten und ich muss beide Seiten vernichten? Dann muss ich mir mal hier unsere Verlängerung an den Arsch hängen. Oh Gott, es wird wieder eng hier, ich sehe es schon. Machen wir das gleich mal hier. Ding. Oh Mann, langsamer geht's ja aber echt nicht. Dann hätte ich es jetzt dran, hätte ich nicht gefailt. Ich glaube, ich mache halt gerade totale Scheiße, aber es ist bestimmt interessant hier zuzugucken. Jetzt! Nein! Ist vielleicht ganz clever, das Ding da vorne. Oh nein, da fliegt wieder Schlangenlinie. Kommt es nicht da hoch? Jetzt hängt es da unten fest. Oh Mann, echt. Kann man eigentlich gleich schon wieder laden. Komm jetzt hinten dran, hinten dran. Yes. Oh, was ist denn wohl hier? Wenn es hier drüben noch mal rauskommen würde, wäre alles viel einfacher. Jetzt kommt zurück. Drecksverlängerung. Jetzt kommt's. Wo ist der zweite Wurm? Komm hoch. Ja, ich sehe es ja ein. Ich bin total ein Loser, was den Boss hier angeht. Nein, ich darf nicht oben rum. Ich muss runter, runter, runter. Oh, der war nice. Komm schon, ich weiß genau, dass du gleich hier rausguckst. Komm schon. Habt ihr das gesehen? Ich glaub's nicht. Herrgott nochmal. Okay, alright. Wir sehen uns wieder in Level 4.